Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier in der Regelschule Juri Gagarin recht herzlich begrüßen zu unserer Bürgerwerkstatt. Um bauliche Maßnahmen geht oder um investive Maßnahmen. Wir gehen davon aus, dass das kein kurzfristiges Agieren sein wird. Wir gehen davon aus, dass wir mittel- und langfristig den Prozess umsetzen werden und den Kollegen jetzt schon das Wort entziehen zu wollen oder Informationen vorwegzunehmen. In Leipzig hat es fast 20 Jahre gedauert zwischen der Entwicklung der Idee und der Fertigstellung der Maßnahmen. Sicherlich nicht immer ganz widerspruchsfrei. Die Kollegen in der Bordel-Westfalen waren ein bisschen schneller, hatten es vielleicht auch etwas einfacher, keine Ahnung. Aber auch dort oder an beiden Standorten war es außerordentlich kostenintensiv. Wir reden hier über zweistellige Millionenbeträge. Und wir werden, ich habe es eben schon mal angedeutet, da sind wir der Überzeugung, wir werden kräftig investieren müssen. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 15 und 25 Millionen eintrudeln werden. Ich persönlich glaube eher, dass wir Richtung 25 gehen. Preissteigerungen, die muss man nicht mehr eingreifen. Also wir haben eine Vielzahl von Teilprojekten, die sehr kostenintensiv sind, die wir miteinander umsetzen wollen. Wir wissen aber, dass für die Zielgruppe Kinder, insbesondere Kinder bis 12 Jahre momentan noch nicht immer ein attraktives Angebot da ist. Da wird ein Thema von 2 bis oder von 0 bis 85, 90 im Blick und nicht etwa nur eine ausgewählte Zielgruppe. Wir wollen den klassischen Besucher entweder über die behindertengerechte Lösung Aufstiegshilfe, Schrägabzug oder über den Weg über die Unterburg entsprechend leiten, damit die Ver- und Entsorgung, aber auch das Thema Sicherheit und die Ausweisung als Flucht- und Rettungsweg den Ansprüchen gerecht wird. A, brauchen wir eine klare Aufgabenstellung aus dem Kreisrat, aber B, die schwierige Gesamtsituation, die herausfordernde Gesamtsituation am Denkmal zwingt einfach dazu, dass wir bis zu Ende denken und nicht etwa losmarschieren und dann feststellen, dass bestimmte Überlegungen nicht bis zum Ende. Ich hoffe, dass es verständlich war, dass derjenige oder diejenigen, die da sehr stark mit der Innensicht konfrontiert sind, auch die Außensicht ein Stück weit befruchten können. Und insofern vielen Dank an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Das Denkmal sieht ein bisschen so ähnlich aus wie das, was Sie hier haben. Das sehen Sie hier schon. So, das ist das Denkmal, wie es früher mal gezeichnet worden ist von dem Architekten Bruno Schmitz, der auch hier das Denkmal entworfen hat. Ebenso wie das Völkerschlachtdenkmal, das war dann offensichtlich auch so ein Lauf mehr oder weniger. Also es ist wie eine Ruine im Dschungel gewesen, total zugewachsen und das Mauerwerk hat natürlich ganz erheblichen Schaden genommen. Und man sieht auch, über viele Jahre und Jahrzehnte hat sich um dieses Denkmal keiner gekümmert. Und das war zunächst einmal, würde ich schon sagen, ein großer Fehler. Am Ende des vorletzten Jahrhunderts hat man natürlich auch auf das Geld geschaut. Man hat geschaut, was läuft möglicherweise aus dem Ruder. Und aus Kostengründen hat man das Denkmal 10 Meter weiter talwärts verschoben. Wir sind ursprünglich mit Kosten von rund 12,4 Millionen für die Maßnahme ausgegangen. Wir haben dann über nationale Projekte des Deutschen Städtebaus haben wir Fördermittel bekommen. Das heißt, hier sieht man nochmal ganz schön in der Luftbildaufnahme das Denkmal an sich. Wir haben einen sehr steilen Hang. Hier hinter befindet sich der Parkplatz. Wir haben hier die untere Ringterrasse.
Sie haben das Häuserdenkmal, das Karl-Wilhelm-Denkmal, die Reichsburg ist angesprochen worden, aber man muss die Summen betrachten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir beispielsweise uns im nationalen Geopark die Häuser befinden. Einer von 13 nationalen Geoparks in Deutschland. Erlebbar machen der Biologie. Und gerade das Gefördergebirge hat hier ein unwahrscheinliches Profil. Ich bin selber Fachbeirat dieses Geoparks. Mich würde mal interessieren, bei dem Porta-Westfalica-Denkmal, wie man von dem Parkplatz, wie der Weg ist vom Parkplatz zum Denkmal hoch. Ist der ein normaler Waldweg? Ist das geschottert? Ist das geteert? Wie da die Beschaffenheit ist? Also der Weg vom Parkplatz bis zum Denkmal, das ist ungefähr 250 Meter, ist asphaltiert. Also erstens mal ist die Motorradsituation ja auch wesentlich zurückgegangen durch die diverse Maßnahmen. Aber meine Frage war eigentlich, habt ihr auch bei der Porta Westfalica so einen Eingangsbereich? Und wenn ja, wie viel beträgt da der Eintritt? Kein Eintritt. Ah, okay. Also wir machen das tatsächlich nur über die Parkplatzgebühr, die auch nicht in den Medien gut angekommen ist. Lassen, weil ich gesagt habe, ich habe das in Auftrag gegeben, da war noch die Gebietsreform ganz groß im Kommen. Und da habe ich gesagt, eins bin ich mir hundertprozentig sicher, der Barbarossa wird sich nicht umbenennen, egal wie wir die Gebietsreform machen. Und ich hoffe, wir können den Prozess auf den Weg bringen. Ich sage immer, wir reden über den Kyffhäuser, über das Kyffhäuser Gebirge in seiner Gesamtheit. Wir reden an bestimmten Stellen, was wir alles weiterentwickeln wollen. Ich habe ja noch ein paar Jahre und ich glaube, es liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Es gibt jemanden, du kennst ihn besser als ich, wir schaffen das.